Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Wolfsherz und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem ich euch in der letzten Folge ziemlich gemein habe hängen lassen hier mit dem Cliffhanger und dem Angriff, dem bevorstehenden Angriff auf das Psychoschiff, jetzt ist es dann soweit. Jetzt werden wir es tun. Wir werden unsere Leute angreifen lassen. Obere Reihe beschießt das Schiff. Ah, da ist ein Bewegungsbefehl dabei. Teddy steht zu spitz. Dann Kommando zurück. Stellen wir Teddy hier hin und Amelia dort. Bisschen Abstand. Man weiß ja nie, wie sieht's hier aus? Die können alle treffen. Dann lassen wir die mal so stehen. Da haben wir drei dort, drei dort. Wir müssen den Befehl einmal noch rückgängig machen. Sonst geht's schon los und die Leute bewegen sich oben noch. Jetzt müsste es funktionieren. So, alle ausgewählt, sechs Stück und Attacke auf das Giftschiff. Ich hoffe, dass alles gut geht. Drückt mal ganz kräftig die Daumen und ja, los geht's. Bin gespannt, was wir kriegen. Oh, weia. Schande. Schaut mal. Ein schwerer Energieblaster. Eine Inferno-Kanone. Und eins, zwei, da ist noch einer hinter. Drei Schnitter. Die Inferno-Kanone macht mir dabei im Moment am meisten Sorge. Wobei ein Treffer vom schweren Energieblaster in der Regel auch einen sofortigen Tod zur Folge hat. Wir können das Ganze ja mal versuchen. Wir werden uns zunächst einmal auf den Schnitter, auf die Raupe, und einer kann schon nicht treffen, aber wer ist es? Mit dem Energieblast, mit der Inferno-Kanone konzentrieren. Amelia läuft darüber. Brigitte schießt auf den Inferno-Blaster. Friedrich und Holly ebenfalls. Die Energielanzen sind sehr gefährlich, die Schnitter sind leider sehr treffgenau. Die Raupen glaube ich nicht ganz so, aber die Inferno-Kanone wird, ja, für Inferno sorgen. Schauen wir mal. Eieiei, da geht's nämlich schon los. So, kämpfen bitte. Oh, wei, wei, wei. Livy feuert auf den Falschen. Die sind noch richtig. Die sind auch richtig, okay. So, wie geht's dieser Raupe? Die ist verletzt und auch schon ziemlich weit. Die, sie ist kaputt. Ha, Gott sei Dank. Die Raupe mit der Inferno-Kanone ist schon mal erledigt. Jetzt sollten wir die Schnitter uns vornehmen. Und zwar fangen wir mit dem mal an. Brigitte ebenfalls. Der schwere Energielaser ist gar nicht so schwer, wie ich mir vorgestellt habe. Und dann nehmen wir mit Friedrich und Holly diesen Schnitter hier. Ich zoome mal ein bisschen raus, dass man alles sieht. Eigentlich lieber gerne nah dran, wenn ist das Schlachtfeld einfach zu groß momentan. Ah, der Schnitter ist ebenfalls erledigt. Dann können jetzt, was macht Josh denn da? Repariert die Wand? Nee, lass mal sein. Geh mal dahin. Die drei werden jetzt sich um diesen Schnitter, das wird nicht funktionieren. Dann um die Raupe, das wird auch nicht funktionieren. Livy kann die Raupe beschießen. Und Brigitte beschießt die Raupe eh schon. Und Amelia und Teddy müssen aufrücken. Teddy kommt hierher und Amelia hier. Ah, nein! Oh, warte, das müssen wir anders machen. Teddy muss hierher. Und dann hierhin. Das hat nicht funktioniert. Oh Gott, nochmal. Teddy geht hierher und dann hierhin. Und Amelia geht hierher und dann dorthin. So, kleine Routenführung, damit die nicht hinter der Deckung, vor der Deckung herlaufen. Das muss ja nun nicht sein, so unsere Leute sind auch schon angeschossen. Tot in 13 Stunden. Friedrich und Brigitte geht es gut. Die haben so ein bisschen Feuer abbekommen. Verbrennung von der Inferno-Kanone. Da ist aber im Moment noch nichts Lebensgefährliches unterwegs. Ah, Livy! Ah, ich sag's gerade noch. Livy liegt jetzt aber ohne gefährliche Blutung schon mal
am Boden und die gehen trotzdem hier oben her. Also so viel dazu. So, auf diesen Schnitter bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ganz schön heftig. Ich habe den Eindruck, dass wir hier nicht so gut rausgehen. Dann bitte die Raupe. Und jetzt... Ja, ruhig die Raupe noch weiter. Die ist auch noch kaum verletzt. Da hat bisher nur Brigitte drauf geschossen. Und dieser Schnitter, ja, der dürfte auch gleich erledigt sein. Jürgen bricht gerade zusammen oder hat gerade ein... Ah, Ivy, was machst du denn hier? Mal ganz schnell raus da. So, der Schnitter ist ebenfalls bewusstlos. Jetzt können wir eigentlich ein bisschen aufrücken. Brigitte hierher, Friedrich hierher, Holly dann dahin. Nee, dahin. Jetzt müssen wir nur noch den einen letzten Energieblaster-Raupen-Mech zerstören. Und natürlich das Schiff noch. Wolf, hallo, wolltest du auch mal vorbeikommen? So, das ist jetzt absehbar, dass die Raupe gleich erledigt ist. Oh, Levi liegt da ganz schlecht, sehe ich gerade. Cornelia muss mal hier das Feuer austreten. Mach das Feuer aus. Gut, und dann retten. So. Die Raupe ist erledigt. Gut, 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 gut. Dann können die beiden auf das Schiff feuern und die drei auch. Wir machen jetzt... So, Brigitte möchte nicht so gerne. Kann auch hierher gehen. So, Christian... Kann dann das Gewehr mitnehmen. Rolf kann wieder gehen. So, das Schiff braucht noch ein paar Treffer. Brigitte, feuer doch mal. Dann wird auch ein Schuh draus. So, erledigt. Gott sei Dank. Dann haben wir das Brummen schon mal abgeschaltet. Brigitte darf gehen. Holly. Müssen wir uns beeilen mit. Wir müssen uns wahrscheinlich mit Livy und Holly beeilen. Ja, Livy können wir gerade nicht auswählen. Also, machen wir das mal anders. Gehen wir mal oben auf die Krankenstation. Amelia, ungefährlich verletzt. Noch nichts Dramatisches. Holly, bitte sofort ins Bett. Teddy, ebenfalls sofort ins Bett. Und Livy wird von Cornelia getragen. Und das Ganze deaktivieren und alles, das machen wir später. Friedrich kann gehen. Amelia kann gehen, Josh kann gehen, Ivy kann gehen. Und hier muss jetzt auch nichts repariert werden, denn dann wird alles wieder abgerissen. Das nehmen wir alles mit nach Hause, das auch. Und dann gucken wir mal, welche Operationen nötig oder möglich sind bei den Schnittern. Mein Gott. Modifikation, hier können wir... Oh, wir haben zwei Klingen, das ist schön. Linke, rechte Klinge und dann machen wir die Abschaltung. Hier können wir nichts mehr machen, ist tot. Ebenfalls, nee, bei der Raupe ist noch was möglich. Und zwar, ja, das Abschalten. Diese Raupe lässt sich auch nur abschalten. Und der Schnitter dahinter, auch nochmal zwei Klingen. Das ist richtig viel Silber, das wir da bekommen. Sehr schön. Okay. Gut. Ah, Livy ist am Blutverlust gestorben. Mensch. Teddy ist auf dem Weg ins Bett. Wir haben Livy verloren. Schrecklich. Nee, meine ich jetzt ernst, ist nicht schön. So, jetzt muss ich mal gucken, wer denn Arzt ist. Holly, Rolf mit relativ gutem Skill. Brigitte mit
etwas schlechterem Skill. Also Rolf muss gleich die Behandlung vornehmen. Den stellen wir schon mal hier hin. Oh, wie schade um Livy, wirklich. Da hatte ich ja immer noch gehofft, dass wir da irgendwann mal was tun können. Hätten wir wahrscheinlich eh nur mit einer Mod gekonnt. Die wäre ich aber sogar noch bereit gewesen, irgendwann dann dazu zu nehmen. Damit wir der Livy ein Implantat geben, damit sie wieder auf dem Damm ist. Was ist denn mit Christian los? Was ist denn hier mit, was ist denn mit dem Tier los? Ich glaube, ich spinne. Ricochet ist, hat einen Zusammenbruch und wird zum Menschenjäger. Ich glaube, ich spinne. Da müssen wir den Hund jetzt auch noch abschlachten. Ah, das ist ja wohl wirklich sehr ärgerlich. Jetzt ist der auch noch... Jetzt kriegt der auch noch so viele Verletzungen hier. Da brauchen wir gleich auf jeden Fall noch ein Bett. Jürgen kann noch... Hey, Jürgen hat keine Waffe. Was ist denn das Ganze überhaupt? Wo sind die denn überhaupt? Hallo? Wo? Ach, da oben drin. Alles klar. Okay, der Hund ist down. Töten müssen wir ihn jetzt nicht. Aber retten auch nicht. Christian muss erstmal gerettet werden, gleich hier. Der nimmt dann mal das dritte Bett. Und jetzt müssen wir mal gleich schauen nach Priorität. Tod in 12 Stunden. Tod in 24 Stunden. Also Teddy. Nein, Holly, Teddy, Christian. Holly ist auf dem Weg ins Bett. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Leute, die kommt nicht rechtzeitig. Wo ist Rolf hingegangen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Zurück. Ja, der hat zu lange da gestanden. Teddy und Holly sind beide zusammengebrochen. Oh nein. Wie ärgerlich, ehrlich. Da wird eine ganz enge Kiste hier. Wie, Teddy steht wieder? Ey, sag mal. Nein! Ah, ich... Nein! Ich werd verrückt. So. Okay, das haben wir abgewendet. Hier geht alles gut. Christian hat noch Zeit. Wo ist Teddy? Teddy ist schon wieder umgefallen wahrscheinlich. Wo ist er? Was macht der denn da? Ey. Gleich raste ich aus. Jetzt mach schnell mit Teddy. Der braucht nämlich zuerst die Behandlung, deswegen fange ich auch bei Christian noch nicht an. Bei Christian. So, Teddy behandeln. Und dann haben wir den auch durchgekriegt. Oh, Lynx von den Rapier war in der Gegend und bemerkte, dass wir Hilfe gebrauchen könnten. Sie würde sich gerne unserer Kolonie für eine Weile anschließen. Sie ist ein Testobjekt. Und seine Eigenschaften sind Misandrie, freundlich und schießwütig. Naja, wir akzeptieren. Gucken mal, was wir da bekommen haben. Holzbein. Oh ja, auf jeden Fall Fernkämpfer. Kochen. Kunst, naja. Da sage ich doch nichts, das finde ich in Ordnung. Haben wir ein kleines Trostpflaster für Livy bekommen jetzt vom Spiel. Naja, aber gut. Geschenkten Maul und so, ne? Schaut man nicht in Gaul. Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, so rum. So, jetzt muss aber Christian behandelt werden.
Und dann sind auch alle drei versorgt. Jetzt gucken wir nochmal. Holly, Amelia. Ja, da ist keine unmittelbare Gefahr. Nichtsdestotrotz müssen wir die auch behandeln. Deswegen Rolf nochmal. Er füttert jetzt Christian. Das lassen wir erst geschehen. Und dann machen wir hier die Behandlung von Amelia noch. Denn Verwundete werden wir natürlich immer verbinden. Ricochet ist eine Wundinfektion. Erkrankt das arme Tier. Da habe ich jetzt auch überhaupt keine Zeit und Geduld für. Greift er einfach Christian an. Okay. So, dann soll es ja wohl werden hier. Teddy und Holly, schwere Krankheit. Das kann eigentlich nur der Blutverlust sein. Da ist keine Infektion jetzt. Ja, das ist der Blutverlust. Aber die kommen wieder auf den Damm. Ja, jetzt hat Christian eine Wundinfektion bekommen. Okay, dann müssen wir Rolf nochmal bemühen und Christian behandeln. Das macht Brigitte bereits, okay. Jetzt muss ich doch glatt nochmal über unsere Leute gucken hier. Hauptarzt war ja Holly, genau. So. Brigitte. Ja, Brigitte macht es aber auch. Ist etwas schlechter als Rolf. Ein Talentpunkt, aber da sage ich jetzt mal nichts. Das ist okay. Jetzt werden wir angegriffen. Eber wurde Ziel von Timberwolf. Ah, jetzt habe ich es weggedrückt. Mal gucken. Wir haben zwei Timberwölfe momentan. Der geht spazieren. Und der jagt Eber 2. Soll er machen. Der wird hier durch den Gang kommen. Wird hier in die Geschütze reinlaufen. Und dann ist es... Oh, nee. Eber 2 ist woanders. Ah, jetzt jagt er einen Hasen. Er hat sich geändert. Ja. Amelia ist schon wieder auf den Beinen. War ja auch nicht schwer verletzt. Piratenhändler brauchen wir nicht. Wundinfektion behandeln wir. Fressattacke von Jürgen. Ricochet zum Menschenjäger, das ist ja alt. Und die Behandlung ist auch gemacht worden. Möglichkeit Gefangener ist mir wurscht. Starker Schneefall, 14 Grad. Okay, sonst alles in Ordnung. Wie gesagt, ich denke im Moment alles im Griff. Gekocht werden müsste bald mal wieder. Wir haben noch genug Rationen, aber da gibt es durchaus noch Verbesserungen. Verbesserungspotenzial, ansonsten sieht es gut aus. Ah ja, genau, und hier wollte ich ja diese Türen installieren, jetzt wo ich das gerade sehe. Hygiene Stalldor. Dort. Und dort. Die hat sich gedreht, nachdem ich die gesetzt habe. Interessant, mal gucken, wie sich das hier gleich darstellt. Eine neue Funktion der Hygienemod. Jäger ohne Fernkampfwaffe, Teddy, ja. Teddy ist aufgestanden und muss seine Waffe wieder aufnehmen. Die liegt hier. 35%, ja, wir brauchen mehr. Ich mach mal direkt noch zwei dazu. Holly ist ebenfalls wieder aufgestanden. Und braucht eine Waffe. Nee, Holly braucht eine Waffe. Holly braucht eine Waffe, bin ich sicher. Ja, er kann eine Waffe tragen. So, Teddy. Langsam unterwegs noch. Wolf ist erschöpft. So, hier liegen jetzt die Klingen rum. Die müssen dringend weggetragen werden, sonst verrotten die und die wollen wir ja zu Geld machen. Da liegt auch noch eine drunter. Piratenhändler ist uns jetzt egal. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um Ivy. Die kriegt natürlich erstmal die passende Zuweisung. Keine Drogen passt. Und Lynx meine ich natürlich, nicht Ivy. Lynx ist neu. Kriegt das Standard-Outfit. Ivy ist wahrscheinlich gerade duschen, deswegen nackt. Ja, habe ich auch gelesen, die Kommentare. Alles schon eine Weile her, wegen meines Aufenthalts im Krankenhaus. Ivy. Bip, bip, bip. Arbeit. Jetzt aber. Wo bist du denn? Da. Das ist alles richtig. Hier auch alles gut. Wieso Ivy? Lynx, mein Gott, was ist los mit mir? So, Lynx, hier. Patient. Die hat sogar leichte Behandlungsfähigkeit. Das lassen wir aber mal aus. Bettruhe.
Transport Plus und Schalten natürlich auf 1. Das lassen wir alles so. Die soll kochen. Das hat bisher Livy gemacht. Das muss sie jetzt machen. Wir stellen mal auch auf Brauen auf 1, obwohl machen wir mal auf 2. Jagen könnte sie gut, braucht sie aber eine Waffe für, hat sie momentan nicht auf 0. Dann Kunst, ja, lass auf 2 stehen. Und dann würde ich gerne noch jemanden fürs Reinigen haben und fürs Tragen stellen wir auch mal auf 2. Dann ist die, denke ich, ganz gut bedient. Und kann hier mitmachen. So, Leute, momentan beschränke ich mich auf 20 Minuten Folgen, denn ihr wisst ja, muss mich noch ein bisschen schonen und so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dein Dr. Wolfs jetzt. Ciao.